Welcome to the first generation of Star Wars. The first generation of Star Wars, a long, long time, 42 time of years. Yeah, also total recht herzlich willkommen zur ersten Gruppe, die es je gegeben hat, vor 42 Jahren. Wir die Alten. Ja, wir die alten Fans. Nein, keine Fans. Ich leider nicht. Ich hatte nicht das große Vergnügen, ein Fan von Star Wars zu sein. Ich hatte das große Glück, für Star Wars LucasArts, für die Games und so weiter und für die Pixelfete zu arbeiten, Bit and Byte. So, da viele Fragen, alter Mann gegen Rente und was weiß ich, also ich habe natürlich auch böse Zungen, darauf komme ich gleich. Also das sind hier so die Ausweise, die man dann so hat für Spielfilme, wenn man da arbeitet oder ein Ausrichter ist für einen Spielfilm, erkläre ich auch sicherlich irgendwann einmal. So, meine lieben Freunde, ich mache doch wieder Star Wars. Ich gehe jetzt nicht auf Artikel 13 ein. Ich bin halt involviert durch Sir Timothy Berners-Lee mit seinem World Wide Web, weil ich diese Firma 1976 schon gegründet habe. Und da hörte ich also auch schon was von Star Wars. Also beziehungsweise nicht das Wort Star Wars, sondern ich hatte da das große Vergnügen, George Lucas Filme zu sehen. So, da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, weil ich jetzt auf dieses eingehen möchte, auf Star Wars. Wisst ihr überhaupt, wer der beste, also in meinen Augen, der beste Regisseur wäre, ist auch nur meine Meinung, wäre Mark Hamill. Mark Hamill wäre für mich der beste Star Wars Regisseur aller Zeiten. Wisst ihr auch warum? Erstens ist Mark Hamill nicht nur Luke Skywalker, sondern der Sohn von Darth Vader. Sondern Mark Hamill wäre der Regisseur, weil er 42 Jahre dabei und wirklich ein Händchen hätte für Star Wars. Und er mag Star Wars, er mag Comics, also er mag seinen Beruf. Ja? Beruf als Schauspieler, es ist nicht einfach, habt ihr ja bemerkt. Einige haben gesagt, er ist ja besoffen, einige haben gesagt, er schmatzt. Meine lieben Freunde, wenn man eine Kieferorthopädie hat, kann das schon mal vorkommen. Aber ist egal, will nicht drauf eingehen. Mir ist halt aufgefallen, dass kranke Menschen in dieser Generation, Young Generation da 15 bis 35, an die Wand geknallt werden. Diese Young Generation, die für Star Wars die Lanze brechen, die für Star Wars da in Kostümen durch die Gegend dackeln. Diese Jugend ist aber auch leider involviert in Datenschutz, sie sind involviert in Umweltschutz. Und habt ihr schon mal gesehen, wenn diese Jugendlichen ihren Datenschutz gemacht haben, wie die aussehen, die Daten? Habt ihr schon mal gesehen, wie diese Jugendlichen auf den Feldzug sind für ihren Star Wars, durch die Gegend zu dackeln, wie die Hallen aussehen, wo sie da gerade gekämpft haben oder gekämpft haben oder gelegen haben oder etwas verkauft? Dann sind wir beim Kern der Sache. Star Wars ist ein Artikel. Das sind Artikel, das sind Figuren. Genauso wie das gute Stück hier, was jetzt immer, damit ihr seht, wann ich diesen Clip gemacht habe. Den Clip habe ich gemacht am 16.03.2019. The First Generation, meiner einer, 42 Jahre dabei, als Filmemacher, der auch solche Ausweise hat, der auch einen richtigen Ausweis hat, der sogar eine Firma hat. Schade eigentlich, ne? Ja, und die ist schon seit 1976 am Markt und nennt sich halt analoge und digitale Wandlung. Egal. Ich bin jetzt hier in dieser Sendung bei YouTube und battle um User, die klicken. Ich battle jetzt, dass ihr mich mögt. Ich battle jetzt, damit ich damit Geld verdiene. Nein, mitnichten, denn diese Ausweise oder diese Ausweise sagen für den nicht kommerziellen Film. So, das ist der Vorreiter, ist schon lange, lange her. Ja, das ist der Vorreiter des nicht kommerziellen Films. Das bedeutet, man bekommt dafür kein Geld, man macht es aus Spaß mit der Kamera zu arbeiten. Man macht es aus dem Thema heraus, heute Mark Hamill. Heute ist Mark Hamill, denkt dran, es ist und es bleibt ein Produkt von Walt Disney. Ja, Walt Disney, am 16.03.2019 wurde dieser Clip von diesem Pannemann, den alten Opa da, der am liebsten in die Rente gehen soll, ja, Warum rede ich so? Ganz einfach. Da gibt es so eine Lurch-Gruppe, die sehen gerne ihren Lurch. Da sage ich immer, filmt euren Lurch selber in eurem Dirty Hobby und knallt ihn euch an die Wand.
Ja, das macht Spaß. Oder die andere Hamstergruppe, die nennt sich X-Hamster, auch Dirty Hobbygruppe, die da nacktes Fleisch an die Wand nageln, um sich daran zu ergötzen. Finde ich alles super. Aber wir sind jetzt hier bei Star Wars. Ja. Ja, das ist alles entstanden durch Logos. Man hat mir Logos geschenkt. Ich konnte aber nicht ahnen, dass die Logos irgendjemand gehört haben. Dieses Logo wurde selbst erstellt für die Star Wars Freunde, weil wir nun mal Star Wars Händler sind. Ihr habt auch vieles gefragt, warum wurde ständig der Name geändert, weil, ja, ich kann mich noch nicht so anfreunden mit dem Neuen, weil es kommt ja neu. Ich muss mich wirklich von Luke Skywalker verabschieden. Ich muss mich von Organa, Leia, Solo, die Tochter des Darth Vaders, muss ich mich verabschieden. Ich muss mich von meinem Star Wars verabschieden, von meinem Krieg der Sterne. Das ist halt so. Da kann ich ruhig mit so einem Laserschwert rumfuchteln da und einen da auch Held machen. Ich kann mich auch verkleiden. Ach, Leute, erstens bin ich auf euch ja aufmerksam geworden. So als Händler, als Involvierter, der da arbeitet, der euch das schmackhaft, ich muss euch ja gar nichts mehr schmackhaft machen. Ich muss einfach nur das haben, was ihr haben wollt. Ich muss eine Figur da haben, die ihr verkörpert. Dann bin ich euer King. Da verkaufe ich euch das. Ich habe so viele Figuren in letzter Zeit hier verkauft. Da kommen die immer rein. Ey, danke, dass du mir das so günstig gegeben hast. Ich habe die gerade für 100 Euro verkaufen können. Ist doch okay. Ich bin aber Händler. Ich bin kein Sammler. Ich bin Händler und verkaufe euch Star Wars Figuren. Punkt. So, wenn ihr, gestern war auch ein junger Mann da, du, ich wohne so nahe bei dir, könntest du nicht hergehen und World of Warcraft oder, ja, ja, sag ich jetzt World of Warcraft, die Figuren, dann natürlich Star Wars. World of Warcraft gibt es nämlich auch die kleinen Star Wars Figuren. Die würde ich dann vielleicht in, ja, aber ein einziges, ja, meine lieben Freunde, machen wir mal einen Schnitt. Eine Firma hat ein Angebot, und das ist mein Angebot für euch, das in euren Augen nicht so ankommt, ist doch logisch, weil ich nun mal nicht der Webdier angehöre. Die Firma Webdier, das ist eine Wahnsinnsfirma, die das Ganze macht. Hallo, das ist eine super Produktionsfirma. Ich bin der Little One, ja, ich bin eine Gesellschaft, ich bin unter Gesellschaftern. Ich habe ganz viele Firmen hinter mir, aber das sind Firmen für sich. So, da kann ich anrufen, dann sagen die, ja klar, was gibst du? Kriegst du. Ja, ist so. Meint ihr, ich krieg das hier geschenkt oder was? Ich krieg gar nichts geschenkt. Der Mantel hat Geld gekostet. Das T-Shirt hat Geld gekostet. Das Teil hat Geld gekostet, ja. Sogar dieser Spaß hier, dieser Spaß, den ich mir jetzt gegönnt habe, hat Geld gekostet. Never Ending Star Wars Kalender. The Never Ending Star Wars Kalender. Geil, wa? Ja, ich habe ihn. Macht mir Spaß. Vielleicht kaufe ich hier einen, könnt ihr die hier abkaufen. Ich schicke nichts online. Da sind wir also wiederum beim Thema Artikel 13 und was weiß ich nicht alles, weil Sir Berners-Lee, den ich sehr schätze, weil der 89 das auf den Markt geworfen hat und ich leider auch ein technischer Mensch bin, weil diese Firma 1976 als analog-digitale Wandlung angeboten wurde. Hallo, das kannte keiner. Daraufhin bin ich durch Zufall an Herrn Lukas geraten, nicht ihn persönlich. Deutsche Firmen sind an mich herangetreten, würdest du, als Subunternehmer. Ja, Subunternehmer machen dann irgendetwas, wie zum Beispiel Krieg der Sterne, Star Wars, für die Firma Roskoten, Spielwaren oder für die AG Karstadt, zum Beispiel. So, wenn man jetzt 42 Jahre bei Star Wars drin ist, und ich liebe Star Wars, ich liebe Sci-Fi, ich mag den Sender Sci-Fi, ja, ist halt so. Auch Tele 5 hat zeitlang tolle Filme drauf gehabt. Also ich komme ja nun mal aus diesem Medienbereich. So, das Problem ist halt die neue Jugend, die New Generation. Auf der einen Seite ist zum ersten Mal Hass ausgebrochen wegen dieser kleinen Mickey Mouse. Ne? So, Walt Disney, da ist Hass ausgebrochen. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal sind wir, the first generation of Star Wars, involviert und fragen uns, wow, wow, wow. Passt das denn überhaupt? Ne? Ich mal hier. Passt denn das überhaupt? Passt Walt Disney zu Star Wars? Also ich bin ein absoluter Star Wars Involvierter. Ich bin kein Fan. Ich trage auch keine Cosplay-Kostüme. Meine lieben Freunde, ich mache es heute zum ersten und zum allerletzten Mal. Ich bin echt. Bin ein waschechter Unternehmer und das seit 1976. Seit 1976 könnt ihr bei der IHK anrufen, die sagen euch das.
Ja, und dann gibt es auch seit 1927 diesen Verein, diesen Club, ja, und da gehöre ich zu. Ich habe auch einen Ausweis darüber und so weiter und so fort. Wer jetzt BDFA-NRW eingibt, dann wisst ihr Bescheid. Also das sind Filmemacher, Filmautoren. Ich bin ein Filmautor, der halt Filme sich ausdenkt, auf den Weg bringt, aber dafür kein Geld bekommt. Ich darf ihn natürlich verkaufen, das ist klar. Dann darf ich ihn aber da nicht mehr zeigen. Ja? Also wenn ich mich so etwas hier mache, ich fertig als Idee, als Grundlage für Star Wars. Das Problem ist halt, weil ich es wirklich nicht wusste. Und das Problem ist weiterhin zwischen 15 und 35, die halt diesem Internetmonster erlegen sind. Sir Berners-Lee sagt ja nicht umsonst, oha, ich habe ein Monster erschaffen und dieses Monster möchte er im Mai unter Solid New Browser enden. Ja, er greift also Facebook an, er greift Amazon an. Wenn ihr mal nach Amerika klickt und euch das mal anschaut, wie die gegen Amazon reiten, wie die gegen Facebook reiten und mittlerweile auch gegen Google reiten. Ja, sie reiten regelrecht dagegen an und wollen das Bollwerk, dieses kommerzielle Bollwerk einreißen. So, Star Wars wollen wir nicht einreißen. Wir wollen bei Star Wars bleiben. Wir wollen auch wir Kinder von Krieg der Sterne. Ich war leider kein Kind, aber auch egal. So, meine Güte, ich weiß überhaupt nicht, wie ich so einen Videoclip darüber bringen soll, weil ich echt bin. Ich bin echt, ich bin nicht angestellt bei irgendwelchen Firmen, die euch jetzt hier was verkaufen wollen. Ich will euch ja gar nichts verkaufen. Was ich möchte ist, oder was mein Gedanke war, eine Art Freundschaft. Ja, keine Ahnung, wer das jetzt erfunden hat. Da gibt es keinen, ich habe alles nachgefragt. Es gibt kein T, es gibt kein C, es gibt kein R. Wir haben das daraus gebastelt, wir haben das gemacht von A bis Z. Freunde, war geplant, das Projekt Star Wars Old Generation war geplant. Da schreien so kleine Kinder da, Jugendliche, Heranwachsende, wir sind das Projekt, nicht du, Punkt. So, also der Hass bei Star Wars ist so gigantisch nach oben gefahren, das hat es früher nicht gegeben. Ja? Also in meiner Zeit, 1979 aufwärts, ey, du bist auch Star Wars Fan, ey, ja, ich habe auch, so eine Gruppe. Ja, so war es, verstehst du? Yeah, heute, oh ja, Vorsicht. Heute musst du vorsichtig sein. Also, wenn du heute mit so einem Schwert daherlatscht, ne, eine Orlaschütze, das ist mein Schwert, das hab ich, das ist Urheber. Meine lieben Freunde, ihr habt einen Knall, ihr seid alle Internet verseucht und ihr mit eurem Urheberrecht, und einfach, ich lese es doch mal bitte durch. Also, das ist die Firma Hasbro, das ist Spielwaren, ja, und kein Urheberrecht. Das Urheberrecht ist die Firma Hasbro, die das aber der Welt gegeben hat zu Bares. Das ist echt, dafür musste man Geld hinlegen. Ja, auch dieses T-Shirt, natürlich ist es urheberrechtlich geschützt, auf irgendeine Art. Das ist aber ein Tragegegenstand. Ihr flippt alle ein bisschen aus. Auch die Bilder sind urheberrechtlich geschützt, die Figuren sind urheberrechtlich geschützt. Das ganze Leben ist urheberrechtlich geschützt, ihr Pappnasen. Aber egal, das war die Adresse an die Politiker, die gar keinen Plan haben. So, bleiben wir mal wieder bei Star Wars. Mit 7, die Macht erwacht. Und wurde uns ja so manches dargeboten. Ne? Da konnte man hier so Sachen zusammenbauen hier. Da konnte man sein Smartphone einbringen. Und mit dem Smartphone konnte man das dann in 3D das dann anschauen. Also man hat das hier so einen Kasten. Man hat so einen Kasten gebaut. Ja, und dann hat man sein Smartphone da reingelegt mit Star Wars. Und dann konnte man es sich anschauen. Ja, dann gab es natürlich direkt am Anfang diese Geschichte hier mit Star Wars, das wisst ihr sicherlich auch noch. Ich hatte das große Glück, die voll zu bekommen. Will ich hoffen, dass sie noch da sind. Ja. So, ich habe sie nicht alle, ich habe sie also doppelt. Ich habe nicht alle geschafft. Es gibt da auch noch Platin oder so ähnlich. Ich habe da irgendwie so Silbereinheiten. Also ich habe mich immer, oder ich lasse mich gerne von Jugendlichen inspirieren, die, wie gesagt, mir das erzählen. Manchmal spreche ich auch so wie Yoda, manchmal schwatze ich, manchmal mache ich das. Und das möchte ich jetzt auch mal aufklären. Meine lieben Freunde, ich mache das alles extra, auch diesen Quatsch jetzt hier, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Ich habe einfach tierisch viel Lust, springe hier in irgendein Kostüm, ja, weil wir aber mittlerweile unter uns heftige Trolle haben, heftige Hasser, die sich extra anmelden. Ich finde das super. Die melden sich extra an, haben null Follows, also null Zuschauer, null, die sie verfolgen, haben noch nicht mal ein Video online und wenn, dann ist es grottenschlecht, aber ist egal.
Oder die allerbesten schreien nach Urheberrecht. Und wenn ich mir das dann ansehe, sehe ich nur noch urheberrechtliche Verletzungen. Aber total egal. Ich finde das alles so super, was im Moment im Monster-Internet unter allem so läuft. Bei Star Wars, wie gesagt, die eine Seite, die hasst. Die andere Seite ist verzweifelt und die andere Seite ist mir doch alles scheißegal. Es gibt immer drei Seiten. Nicht zwei Seiten, sondern drei Seiten. So, ich mag euch, so wie ihr seid. Ob ihr hasst. Ich finde das ja auch irgendeine Art, gut, ihr seht ja, ich nehme es ja auf. Ja? Die Dirty Harry Gruppe da, die also dieses Dirty Hobby haben, nackte Mädels, nackte Jungs. Dann die anderen, die sich Lurche nennen, da mit ihrem Edelteil gefilmt werden wollen, ja, die dann bei dem Akt der Akte dann vielleicht noch auf einer Leinwand sich selbst befriedigen. Auch die nehme ich ernst. Ja, weil, es, sagen wir mal so, Star Wars, wenn er recherchiert, gibt es das halt im Star Wars Bereich auch, ne, im Marvel Bereich auch. Die dann brauchen, okay. So, meiner einer braucht nicht viel, er braucht einfach nur seinen Humor. Und den Humor werde ich nicht verlieren, auch nicht als Filmautor, als Ausrichter und so weiter. Nein, ich werde weiterhin der sein, der ich bin. Und jetzt, man hat mich gefragt, ob ich nicht wirklich Interesse hätte. Meine lieben Freunde, wenn ich Interesse habe, was Tolles zu machen, dann habe ich die Interesse, ja, dann gebe ich das Geld auch dafür aus. Jetzt im Moment habe ich sehr viel Geld ausgegeben für die Idee, die ich da hatte. Ihr habt gefragt, warum ist immer derselbe da? Ja, ihr seid natürlich aufgerufen, vorbeizukommen. Wenn ihr wirklich Interesse habt, mitzumachen, soll ich daher schwafeln? Wenn ihr wirklich Interesse habt, mitzumachen, wenn ihr Interesse habt, vor einer laufenden Kamera zu arbeiten und wenn ihr Interesse habt, etwas mit zu erarbeiten, dann seid ihr natürlich recht herzlich willkommen. Auch die meisten, die da kommen, ja, tut mir leid, ich kann nicht euch Geld schenken, wir können eine Sozialveranstaltung hier. Das ist eine knallharte Firma, die Umsatz machen muss, ja, sonst kriegst du nämlich Flügel gestutzt vom Staat, das geht nämlich ruckzuck. Eine waschechte Firma muss schon was bringen, sonst gibt es Ärger. Also kann ich euch also nichts schenken, es tut mir aber auch recht herzlich leid. Natürlich bin ich sozial veranlagt, das heißt, also ich verkaufe die Figuren manchmal ziemlich günstig, das ist eben so. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Fan von irgendetwas. Ich sammle das auch nicht. Ja, ich sammle keine Figuren. Tut mir leid. Das ist eben so. Ich war, also sagen wir mal so, als Händler schaut man sich Ware an. Und wenn man der Meinung ist, ja, könnte sein, dass es da Menschen gibt, die das mögen. Habe ich euch ja alle schon in die Hand, beziehungsweise vor der laufenden Kamera hochgehalten. Die großen, die ganz großen Figuren. Dann die kleinen Figuren. Dann hier die Walt Disney Figuren. Ich muss ehrlich gestehen, weil die Ware, das ist für mich Ware. Diese Ware steht hier tagtäglich rum und ich sehe diese Ware tagtäglich. So, und da ich mich ja auch für die Sache interessiere, um euch die Wahrheit und auch nicht als die Wahrheit zu präsentieren, ich möchte euch auch zeigen, dass ich da auch zu stehe. Ich erzähle euch jetzt keinen Quatsch, ich bin also nicht angestellt vor laufender Kamera, um euch da irgendetwas zu erzählen, damit ihr diese Figur kauft. Natürlich kann ich mich über Po unterhalten. Ist okay. Ist Dameron gut oder ist Dameron nicht gut? Punkt. Können wir jetzt diskutieren. Ist seine Rolle gut angesetzt, ja oder nein? So, ich habe aber keine Interesse, Fantasien zu entwickeln, was ich gut finde oder gut finden würde, wenn es stimmt. Wenn Old Republic käme. Wenn Old Republic käme als Serie bei Disney Plus. So, was passiert denn mit dem Monster Internet? Mit dem Monster Internet passiert nämlich etwas und das ist nicht so gut. Wir sollen nur noch streamen, wir sollen nur noch ausgehen, das geht gar nicht. So, wenn ich mir diese Figur jetzt kaufe, sag ich mal für 39,95, dann gehört die Figur mir. So, Punkt. Diese Figur gehört mir. Ja, was möchte am liebsten die Firma? Dass ich diese Figur leihe. Ich soll sie mir leihen. Ja? Wisst ihr, wie teuer die mir wird, wenn ich sie mir leihe? So, stellt mal vor, ich hätte mir das hier alles geliehen. Ich hätte mir das jetzt hier alles geliehen, um ein YouTube-Filmchen zu machen, wo ich sowieso nur einen Zwischenhörer kriege. Ich weiß das ja, deswegen mache ich es ja, weil ich das toll finde. Weil ich ja dadurch Reaktionen feststelle, um vielleicht daraus mal wirklich einen tollen Film zu machen oder wirklich einen Kostümfilm zu machen. Bis jetzt
habe ich immer nur, gib Kohle, gib Kohle, gib Kohle. Nee, gebe ich nicht. Punkt. Deswegen mache ich das jetzt alleine. So, dass ich jetzt auch noch mein Alter, also bin ich stolz, ich bin 42 Jahre involviert in Star Wars, mach das mal mit, bin 50 Jahre involviert in Star Trek, mach das doch einfach mal mit. So, ich war dabei. Buh. So, ich kann mir das sogar leisten als Firma. Buh. So, das für die Leute, die dauernd stänkern, aber die ich auch mag. Ich mag die Stänkerer, weil das nur, sagen wir mal so, früher war das irgendwie schöner. Ja? Man konnte wirklich analog über so eine Figur reden. Ja? Wir haben also viel analog über Star Wars geredet. Sobald einer gemerkt hat, dass da einer ist, der Star Wars mag, schon hatte man Gesprächspartner. Ob das in der Pause war, egal wo. Man hatte Gesprächspartner. Auch wie wir die erste Show gemacht haben, 1999 in Iserlohn, für Krieg der Sterne, nee, für den Quatsch da. Ne? 1999 da, die erste Folge von Star Wars, ja, mit Jar Jar Binks. Da sind wir absolut beim Thema. Also, im April, okay, versuche ich wirklich mal eine tolle Sendung zu machen, wo ihr vielleicht doch Lust habt zuzuschauen. Ist nicht so einfach, weil, bin ehrlich, ich habe mir das alles angesehen, was ihr da so macht. Dann fragt man sich, was soll man da machen, weil die werden doch sowieso auf WebDia getrimmt. Die Firma WebDia trimmt die doch alle. GameStar und wie die alle heißen, ICM. Ja? Das wird ja alles von denen gemacht. Da werden junge Leute engagiert, die werden getrimmt, ja? Die bekommen ein E-Casting, die werden getrimmt und dann hauen die da und legen da los. Und wenn die dann wirklich noch innerlich ein bisschen sich mit dieser Ware auskennen oder mit der Thematik sich auskennen, ja? Wenn ich mir das alles so ansehe und frage mich so, was soll ich denn jetzt bitte schön dagegen halten? Ich bin echt, bei mir kann man das auch echt anfassen, man kann sich auch echt mit mir unterhalten. Das nennt man Analogie, analog. Aber in der heutigen Zeit ist ja immer alles nur digital. So, und jetzt haben wir das große Problem halt mit Star Wars, das ist jetzt wie gesagt der Mickey Mouse gehört. Ich weiß auch nicht, was ich da wirklich machen sollte. Ja. Für eine Sendung, für den Spaß, besorgt man sich was. Die Firma Amazon, die hat sich gefreut, wie viel Gelder die Firma Amazon dafür bekommen hat. Wenn ich sehe, dass dieser Mann jetzt 130 Milliarden hat, geht es schon los. Ich bin neidisch. Ich bin doch nicht neidisch. Ich habe die Firma seit 1976 und bin vollauf zufrieden damit. Ich will nicht. Ich bin kein Angestellter. Ja? Ich bin kein Angestellter. Ich habe jetzt auch nichts erfunden, um da Milliardär zu werden. Ihr seht, was diese Leute, die da Milliarden haben, was die da für einen Stress plötzlich haben. Die haben einen richtigen Stress. Ja, man will Amazon zerschlagen, man will Facebook zerschlagen, man will Google zerschlagen. Plötzlich kommen so durchgeknallte Politiker da, so ein Fossi-Bär am Piano, spielt da in der Sesamstraße und in der Muppet-Show. Ja, ich mach Artikel 13, mach Artikel 13, mach alles kaputt. Ey, Wahnsinn. Ja, das ist der Fossi-Bär. Ja, der macht sowas. Und dann haben wir die Krake, Miss Piggy, die Landesmama darstellt und alles fertig macht. Ja, so ungefähr könnte man das in der Satire, also satirisch darbieten, aber bei Star Wars bleiben wir mal. Ich habe angefangen mit einem Namen, ich ende jetzt auch mit einem Namen, der heißt Mark Hamill. Ich bin wirklich der Meinung, dass Mark Hamill der richtige Regisseur für Star Wars wäre oder gewesen wäre. Johnson hat alles kaputt gemacht. Wir haben zum ersten Mal Hass, Red Tomatoes und all solche Sachen. Wir haben also im Moment sehr viel Negatives. Wir haben so viel Negatives mit dem Wort Star Wars. Und da fragt man sich schon, was ist denn überhaupt noch positiv? Also ich bin der Meinung, das dürft ihr unten drunter schreiben, Mark Hamill ist der bessere Regie oder Assistent. Wäre er gewesen. Bitte, ich hab recht. So, seht ja selber, dass Mark Hamill an sich so im Hintergrund der Mann der Männer ist. Ne? Also er ist an sich derjenige, den man da nehmen sollte. Mark Hamill als Regisseur. Ja? Also mir gefällt das schon. Also ich werde ein paar anbieten, also die realen Leute, wenn die real vorbeikommen, könnte es sagen, es wird nicht teuer. Ja, nicht. Das ist so Never Ending Star Wars Kalender. Ne? So Never Ending Star Wars Kalender. Könnt ihr immer wieder gebrauchen. Ich finde es toll. Ich werde sicherlich am Ende des Jahres sicherlich was machen. Also ich streiche jetzt erstmal, was streiche ich denn? Genau, das Projekt. Weil das Projekt Star Wars, da gehört so ein paar Jugendlichen,
Heranwachsenden soll irgendwie auch einer da und so weiter. Die sind da, ne, also, ja. Okay, ihr hasst mich jetzt, weil ich das Projekt Star Wars da missbraucht habe. Dabei möchte ich euch nur klarstellen, noch einmal, und das möchte ich euch wirklich mal ans Herz legen, an alle. Ihr seid nicht Star Wars, sondern Walt Disney. Hier, die Mickey Mouse ist Star Wars. Ich bin auch kein Star Wars. Ich arbeite auch nicht mehr dafür. Ich arbeite nicht mehr für die Gruppe LucasArts und Lucasfilm. Nein, ich bin absolut Deutscher, aber ich werde jetzt versuchen, The Star Wars Show bzw. StarWars.com mal zu kontaktieren, die höflich zu fragen, ob die nicht vielleicht gewillt sind, ihre Star Wars Show, ja, irgendwie zu verdeutschen oder sagen wir mal ins Europäische einzubringen. Denn ist euch noch nicht aufgefallen, dass Walt Disney überhaupt keinen Fanservice hat? Star Wars hat keinen Fanservice. So, ich habe mir auch gestern die Firma angesehen, die demnächst, also so ein Store, ein Star Wars Store habe ich mir angesehen. Der ist bis hinten hin voll mit Ware und ich kenne halt den Hintergrund, dass da nicht mehr so viel abfließt wie früher. Das ist eben so. Denn Star Wars, wie gesagt, wird neu. So, wir, die Alten, ich habe sehr viele noch ältere wie ich, die sammeln halt Zinn, aus Zinn oder aus Metall. Ja, geben auch richtig Geld aus, also sind nicht billig. Aber für mich ist das nun mal kein Wertgegenstand. Wenn ich bei Amazon reingehe, kann das Püppchen, das sind Püppchen, plötzlich 2,50 Euro kosten. Dann stehe ich da. So, dann habe ich beim Großhändler das für 49,95 Euro gekauft und Amazon haut es dann plötzlich raus für 2,50 Euro. Also das kann es einfach nicht sein. So, ich bemühe mich mit meinem Kieferbruch, ich habe einen Kieferbruch gehabt und habe jetzt so eine Art Prothese und versuche da Deutsch zu sprechen. Englisch geht ja noch schlimmer, ne? Habt ihr ja gemerkt, ne? The first generation of Star Wars. The first generation of Star Wars. Yeah. Ja. So, ich könnte ja vielleicht Englisch machen. Ja, ich soll mir einen Synchronsprecher besorgen, da ich ja so viele Schauspieler kenne. Mein lieben Freunde, ich kenne keinen einzigen, das sind Kunden. Einen Kunden kann ich nicht kennen. Ein Kunde kommt rein und sagt, du, ich bin überzeugt, könntest du machen, würdest du machen. Und dann mache ich. Und wenn er dann auch überzeugt ist und wenn er Lust hat, ey, da kommt er öfters oder kam öfters. Ich habe viele, die mich angesprochen haben, ich habe auch viele selbst angesprochen. Nur wenn ich da einen Schauspieler, für sowas hier, dann hätte jetzt hier ein Schauspieler gestanden, sondern sie hätte da gestanden. Sie. So, sie, wir beiden hätten dann recalled oder hätten irgendwas gemacht. Das hätte mir so 1.000, 3.000 Euro gekostet und ihr hättet genauso reagiert wie jetzt auch. Somit hätte ich mal eben so 3.000 Euro durchs Fenster gejagt, yeah! Ich meine, Karl Lagerfeld hat immer recht, schmeißt das Geld aus dem Fenster raus, kommt hinten wieder rein. Aber so viel Geld will ich gar nicht raushauen, ja, verschenken, dass es wirklich nicht wieder reinkommt. So, ich bin auch kein Online-Händler, ich bin direkter. Reale Dienstleistung, hier ist ein Copyhaus, Medienhaus, Studio, Foto, Film. Das ist real. Das ist wirklich so, wie es bei Google niedergeschrieben wurde. Das passiert hier jeden Tag und ihr seid alle total recht herzlich eingeladen zu kaufen oder nur zu gucken. Ja, mir tut's nicht. Also ihr könnt ruhig gucken, ihr könnt euch die beiden Sachen hier angucken, ihr dürft euch die Figuren hier angucken. Wir können darüber philosophieren. Was ich so toll finde, ist, wenn Jugendliche so zwischen 10 und 12 diese Sachen entdeckt haben. Wow, habe ich auch. Du, den habe ich sogar in Gold. Ich finde das toll, wenn ein 10-, 12-Jähriger zu mir sagt, ey, ich habe da den Gold. Das mag ich nämlich. Das habe ich immer an Krieg der Sterne, an Star Wars gemacht. Diese leichte, kleine Euphorie. So. Und das vermisse ich. Ich vermisse diese Euphorie, ich vermisse das Lustige, ich vermisse den Sinn an der ganzen Geschichte. Da ich mir so ausschaue, hatte ich gesagt, da mache ich einen auf Captain Rex, das wisst ihr ja. Nur dann habe ich mir überlegt, warum soll ich jetzt 1000 Euro ausgeben für so eine Rüstung, die modifizieren, damit ich hier vor laufender Kamera als Captain Rex rumlaufe. Ja, ich kriege da sowieso einen Zwischenhörer, ich weiß das doch. Dieses Video gucken auch wieder 2, 3 oder 4, dann muss ich mir wieder sagen lassen von dieser Gruppe da,
das Projekt Star Wars. Ne? Ja, dann kriege ich wieder böse E-Mails von der Gruppe X-Hamster, Dirty, Hobby oder von dem Lurch oder die Lurche oder Schmatzukowski. Ja, oder Dr. Schmatzukowski. Solche E-Mails bekomme ich dann wieder. Ach, ich meine, ich mag das. Mittlerweile kenne ich sie ja. Ich drucke sie aus, lege sie dahin. Halte ich auch irgendwann mal in die Höhe. Ich gebe das sogar manchen, hier also zu lesen. Guck mal, was die Lurch-Gruppe da wieder geschrieben hat. Oder der da. Oder hier das Projekt Star Wars, was die da geschrieben hat. Oder das SWAT-Team da. SWAT, ne, und so weiter. Jetzt kommen wir aber zum Kern, zum Ende. Old Republic. Old Republic. Wollen die wirklich verfilmen? Toll. Also, okay. Ich habe hier also reale Menschen. Und diese realen Menschen sagen, weißt du was, das ist mir alles ein bisschen zu viel. Ich saß gestern auch mit einem 50-Jährigen und schaute durch Zufall den ersten Film von J.J. Abrams. Star Trek. Den ersten Star Trek Film, wo Tiberius Kirk mit seinem Auto da und so weiter, wo sein Vater Legende und wo er dann Captain durch Zufall wurde. Also der erste Star Trek Film unter der Regie von J.J. Abrams. Wie ich dann 2015 durch Zufall in einem vollgefüllten, wirklich vollgefüllten Kino, wo nur ein einziger Sitzplatz leer war, weil dieser Mann, mit dem ich gestern zusammengesessen, 50 Jahre, leider nicht konnte, weil vor ihm ein Unfall passierte und er nicht weiter konnte. Somit hatte ich ihn dann so ein bisschen, ne, also ich hatte dann einen Platz frei. Ich wusste ja Bescheid durch die Kruger, durch die Convention, was geschieht. Ich wusste ja da, was in 101 Minuten passiert. Han Solo wird sterben und so. Und neben mir saßen dann, also war ja voll, also war voll, ich hatte nur einen Sitzplatz neben mir frei. Und da saß so ein Pärchen neben mir und sagt, ah, und dann kam ja, wohlgemerkt, J.J. Abrams mit seinem Star-Trek, aber das war, glaube ich, eine andere Folge, die dritte, glaube ich, schon. Sie sagte dann, ey, J.J. Abrams macht auch Star Trek? Ich finde das super, du sitzt da als Involvierter, schaust im Kino einen 3D-Film und um dich herum sitzen ganz viele Menschen, nur ein einziger mit einem Lichtschwert, kein einziger hatte sowas an, keiner. Keiner, ich kenne das gar nicht. Ich kenne leider keine Cosplayer. Ja? Ich kenne keine Cosplayer. Ich kenne keine Fans, die so rumlaufen. Ich kenne nur so Halbkaufleute, so Halbselbstständige, die das machen, um damit Geld zu verdienen. Ja? Sie basteln und sie machen und sie tun. Dann rennen die rum. Ja, gib mir 30 Euro die Stunde, dann mache ich für dich den Darth Vader. 30 Euro die Stunde und er macht mir den Darth Vader. Ich finde das super. So sieht das nämlich aus. Es sieht nämlich aus, wie es ist. Meine lieben Damen und Herren, zum Schluss. Krieg der Sterne, Star Wars, ist für euch nur noch Makulatur. Ihr wollt nur damit Geld verdienen, ihr wollt euch aber nicht richtig identifizieren damit. Das hat sich gewandelt. Die, die sich dafür interessiert haben, die dafür wirklich sich involviert haben oder einfach nur wirklich dabei waren, die auch gearbeitet haben dafür, so wie ich dafür gearbeitet habe, 30 Jahre lang. Ja, ja, die eine Figur da, die habe ich dafür bekommen, aber ist egal. Also wie gesagt, gearbeitet, das sieht anders aus, wenn man dafür arbeitet. Ja? Wenn man so ein Kostüm hier trägt, trägt man das nicht aus Spaß, sondern man trägt es, um auffällig zu sein. Durch diese Auffälligkeit kommt man in ein Gespräch, so war das früher, in der Welt der Analogie. Heute digital, sag mal, was ist das denn da für ein Spacko? Mann, ist das ein Spacko, geh doch mal in Rente, ey. Du nuschelst ja, ne? Ey, kannst du nicht einen Lurch-Film machen? Emma, ich hab hier so einen Dirty-Hobby-Film. Hast du nicht Bock da? Ich brauch 30 Minuten, ich will so eine alte knallen. Ey, das ist heute. Ja, das ist heute. Aber nur digital, nicht analog. So, meine lieben Freunde und alle Kunden, vor allen Dingen Kunden, die mich jetzt hier wiedererkannt haben, ein nicht kommerzieller Film, als Filmautor zu sitzen und drüber nachzudenken und auch mit diesem Monster Internet zu arbeiten. Ich will hoffen, ich will wirklich hoffen, dass Sir Timothy Berners-Lee, der Erfinder dieser Idee, der hat da gesessen und hat es gemacht und hat es dann der Welt geschenkt. Es gab auch tolle Spielfilme, die da gehackt haben, dieses Gut, dieses Internetgut der Freiheit zugänglich gemacht haben. Hat er den gesehen? Ich weiß es nicht. Oder Mord von der Stange.
war auch schon sowas, was heute ist, dieses 3D, war schon 1989 in oder 79 sogar. Das gab es alles. Man hatte in den 70er Jahren so viele Wahnsinnsideen. Es gab dieses 3D, Cyberspace. Wir hatten das Cyberspace Café. Wir haben vorgestern noch darüber philosophiert, wie toll das war, ja? Dass auch noch gespielt werden konnte. So, das geht aber alles nicht. Es geht alles nicht, weil die Firma GEMA zum Beispiel noch richtig reinhaut, richtig Geld haben will. So viel Geld kann man gar nicht einnehmen, wie der Vaterstaat haben will. Ist so. Noch einmal, wenn ich so eine Figur euch verkaufe, ja, für 39,95, dann muss ich teilen durch 1,19 und dann muss ich da die Summe, die da geteilt wurde, mal 1,19 bezahlen an Vater Staat. Wer jetzt rechnen konnte, weiß, was ich dann gebe. So, und jetzt gebe ich euch diese Figur für 39,95. Da sagte mir gestern ein Kunde, dann gibt die doch für 29,95. Sorry, hör mal, das ist mir egal. 1,19 geteilt und 1,19 draufgerechnet ist ja ein oder dasselbe. Ich muss die abdrücken. Ja? So, wie sieht's aus? Aber ich muss ja auch Rechnungen bezahlen. Ich muss Rechnungen bezahlen. Ich möchte euch auch eine Freude machen, dass ihr da arbeiten könnt. Ich stelle euch die Geräte zur Verfügung. Ja, realer Dienstleistender in einem Ambiente von Star Wars. Viele sind richtig begeistert. Ja. Ach, herrlich, meine Kindheit. Das ist so eine tolle Erinnerung. Ich finde das so super, dass du das hast. Ne? Ja, ist klar. So, ich finde das auch super, dass ich das habe. Ich finde das auch super. Ich finde das so super, dass ich Amazon so reich gemacht habe. Ich finde das so super, dass ich von euch einen zwischen die Hörner kriege. Ich finde das so super, dass ich mich hier mit Urheberrechten rumschlagen muss, weil irgendwelche durchgeknallt sind, weil sie einfach nichts verstehen. Ja, ihr versteht nichts. Ihr seid untergeordnet des Molochs Internet-Monsters. So, ich hoffe wirklich, dass Zerlieder, das in den Griff bekommen mit seinem Solid und das Ganze, was da zuhängt, also ein ganz neues Internet. Ist ein bisschen kompliziert, ich habe es mir angesehen. Aber egal. So, wir sind jetzt hier immer noch bei Star Wars. Ich habe eure Synapsen jetzt ein bisschen angekokelt. Das war jetzt auch meine Absicht, mal alles in die Sendung reinzubringen, was so eine Sendung alles so mitbringt. So eine Sendung bringt wirklich etwas mit. Und zwar Hass, Angriff, will auch hoffen, Sympathie. Ja, ich spreche jetzt die an, die mich sympathisch finden. Das sind vielleicht 0,001% oder 1 Promille. Auch wie die anderen 99%, die mich nicht mögen. Ne? Weil ich so einen Scheiß hier mache, weil ich ein alter Rentner bin. Weil ich 42 Jahre involviert bin in Star Wars. Weil ich so ein T-Shirt an, weißt du? Weil ich auch noch Filmautor bin. Und dann noch eine Firma habe. Mann, ey, endlich kann man mal einen Chef in die Fresse hauen. So ungefähr sieht es so aus. Ich finde das geil. So, ich bin auf eurer Seite. Das ist das einzige Problem. Ich bin wirklich auf eurer Seite. Ich bin nicht einverstanden, dass die Politik irgendwas mit Artikel 9a, 11, 12, 6, 5, 13 da macht. Ich bin nicht gewillt, die Idee von Sir Leader, dass die da niedergemäht wird. Gut, wenn Politiker Geld wollen, ist okay, leider. Alle wollen Geld, ist ja so. Dann sollen sie was einfallen lassen. Die sollen sich was einfallen lassen, dass so alles weitergeht. So, wir sind jetzt hier am Ende von Krieg der Sterne. Wir sind am Ende von Star Wars. Ich bin der Meinung, dass Mark Hamill der bessere Regisseur wäre. Es wäre toll, wenn er irgendwie eine Serie auf den Weg bringt. Ich würde mich irgendwie freuen, wenn Star Wars so weitergeht, dass auch so First Generation Lust hat. Ja, ich habe mir gerade die Sendung noch angesehen, The Star Wars Show. Und die ist auch nicht schlecht gemacht. Ist zwar Bubblegum Englisch. Man sieht aber da einige The Resistance, Destiny, Rebels und dann wie gesagt die ganzen Trilogien, dann die ganzen Comics unter uns. Ich bin Händler, ich bin kein Konsumer, also ich werde den Teufel tun, den Moloch kaufen zu unterliegen. Auch als Händler nicht. Ich werde nicht tonnenweise einkaufen, damit irgendeine andere Firma, so wie Amazon, reich wird. Ja, 130 Milliarden. Ich bin jetzt nicht neidisch, um Gottes Willen. Ey, merkt ihr das eigentlich nicht? Ihr merkt schon. Ja, ich spreche jetzt mehr zu den Hassern, weil 99% Hasser muss man ja einen Videofilm machen. So, dieser ist heute gewidmet an den Hassern. Ja? An die Projektgruppe Star Wars, die mich hasst. Ja, die hasst mich.
Ja, das, ich bin Darth Vader, ne? Darth Vader für Arme. Ich bin der alte Opa. Ich bin der alte Opa Star Wars. Vielleicht mache ich mal so eine Opa-Sendung. Star Wars, der alte Star Wars Opa. Ne? Obi-Wan Kenobi. Okay. Obi-Wan Kenobi. Also. Al Guinness. So, Al Guinness war ja auch ein alter Mann. Und der mochte Star Wars auch nicht. Das stimmt aber auch. Weil, ist ein anderer Schauspieler gewesen. Ich meine, die Monologe, Dialoge, Prologe, die er von sich geben musste. Dieses angebliche Schreien da, um Luke Skywalker von den Sandleuten da zu entfernen. Ich meine, das sind alles so, für solche Schauspieler, der hat Kaliber. Dieser Schauspieler hatte Kaliber, Alec Guinness. Ja? Ich meine, diese Figur ist auch super getroffen. Die sieht dem Schauspieler ähnlich. Und das finde ich auch wieder super toll, weil so lebt er ja weiter. Diese Person lebt ja weiter, obwohl er schon lange verstorben ist. Das finde ich ja so, das finde ich so super an diesem Beruf Schauspieler. Ja, man ist auf dieser Leinwand, man ist gemocht. Und wenn man dann geht, nicht mehr da ist, dann erinnert man sich dran. Mann, ja, das war doch Alec Guinness, der hat doch den Obi-Wan Kenobi gemacht. Und den anderen, der lebt ja auch Gott sei Dank noch. Und ob er, McGregor, ob er da sowas macht, dieser liebe McGregor, den packe ich jetzt nicht aus, weil es ist immer schwer, die Sachen wieder an die Wand zu bekommen. So, was ist so richtig schräg abgegangen? Das war Han Solo. Han Solo ist ja richtig schräg abgegangen. Die Figuren werden auch kaum gekauft, die werden auch kaum angeschaut. Außer die Trooper. Die Trooper, die sind ja auch verdammt schwer. Die werden schon gekauft. Kylo ist auch nicht mehr so angesagt. Auch sein Kostüm ist auch nicht mehr so angesagt. Ich habe ja viele von euch, die den Raven, tragen. Und da sind wir jetzt nochmal bei Old Republic. Es wäre toll, wenn sie daraus eine Serie machen würden. Lass uns einfach mal überraschen. Okay, lass uns mal einmal überraschen. Ich habe einfach keine Interesse jetzt, irgendwelche Märchenstunden über Star Wars abzuhalten. Warum R2-D2 oder 3DRYPO oder BBA oder. Ja, ich möchte euch auch keine Comics näherlegen. Was ich euch näherlegen möchte, ist so ein CD. Eine CD, ein Hörspiel. Dann kommt ihr auch dahin. Durch die Hörspiele kommt ihr dahin zum Sinn von Krieg der Sterne, vom Sinn von Star Wars. Ihr müsst keine Kutten tragen hier, die sind mordsschwer, man schwitzt auch. Ihr müsst auch nicht so Nylon-Sachen tragen, damit ihr einen auf Darth Vader macht. Ja, okay, das trägt man, wenn man Filme macht, ja, und wenn man Filmautor ist. Ich möchte mich total bedanken für die Leute, die das können. So, jetzt sind wir mal beim Urheberrecht, ja. Das ist gekaufte Ware, die ist gekauft, die ist ja zu Dekozwecke niedergelegt oder hingehängt. Und die gibt es sicherlich, keine Ahnung wie oft die es gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jeder hat irgendwie und so weiter. Also wir sollten uns bitte nicht kaputt machen lassen durch irgendwelche Artikel, durch irgendwelche Verordnungen. Wir sollten strikt dagegen sein und die Jugend möchte auch bitte, wenn sie schon demonstriert, den ganzen Käse, den sie da liegen haben lassen, mitnehmen. Ja, schaut mal an, was ihr da bei den Demos habt. Ihr habt sogar Schilder dahin geschmissen. Was hat das Schild da zu suchen? Ja, zum Beispiel. Star Wars und Krieg der Sterne, das ist ja wie real. Ja, auf der einen Seite die Muslime, die Christen, die Buddhisten, die Hindus. So ist auch Star Wars. Star Wars hat Aliens aus allen Planeten, aus allen Himmelskörperrichtungen, aus dem gesamten Universum der Macht. Ist halt Star Wars erwacht. So, meine lieben Freunde, euer komischer Kauz hier geht jetzt wieder mit seinem Lichtschwert. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt mal ein bisschen drüber nachgedacht, warum ich heute dieses Video mal so konzipiert, so auf den Weg gebracht. Ich werde mir also Mühe geben, dass die nächsten Videos, wenn überhaupt, wirklich gut werden. So, noch einmal, wenn Schauspieler mitmachen würden wollen, kostet er horrendes Geld. Keiner macht es umsonst. Das wäre totaler Zufall, wenn er genauso einer wäre wie ich jetzt hier vom Verband, der sagt, komm, lass uns was machen. Lass uns einen Willi gewinnen, ja, so eine Art Oscar. Lass uns da irgendwas machen. So, aber erstens, die Zeit haben wir nicht. Man muss eine Firma führen. Man muss mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Man muss dem Kunden zugänglich sein. Der Kunde hat nämlich hier
Hausrecht, der hat hier Priorität, das, was er sich wünscht, versuchen wir in allen möglichen zu umsetzen, ja, dass er das bekommt. So, wenn er unbedingt ein Laserschwert haben möchte, dieses Laserschwert und das andere auch, was ich habe, wurde so, guck mal, kann ich ja nicht haben, kann ich ja nicht haben, bitte, bitte, ich bin so ein Star Wars Fan, oh. Nee, kannst du nicht haben, kannst du kaufen, ja. Aber das war's dann auch schon. Ja, hallo, ich kann, also bin ich die Sozialstation oder was, ne? Ich bin sozial engagiert, sonst würde ich solche Videos nicht machen. Ich will kein Geld damit verdienen, weil wenn ich Geld damit verdienen würde wollen, dann sehen diese Videos ganz anders aus. Dann würden die so aussehen wie die anderen Filme, die ich nämlich verkaufe, wo ich Geld mit verdiene. Ist das okay? Angekommen? Danke, macht's gut. Ich habe noch einen Nachtrag. Einen Nachtrag habe ich noch, meine lieben Freunde, des guten Geschmacks. Ich weiß, ich bin geschmacklos. Aber egal, ich bin ein Star Wars Fan. Hol mich hier raus. Nein, tu es nicht. Hol ihn nicht da raus. Lass ihn in dem Wahn, ein Star Wars Fan zu sein. Ja. Ja. Also mittlerweile muss man ja so arbeiten. Weil das ist ja nun mal Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ach, Disney. Okay, warum ich jetzt noch einen Flipper gemacht habe hier. Noch einen Flipper. Weil im April kommt die Convention. Im April kommt die Convention und da könnte man ja dann schauen, dann wissen wir, wie der Arbeitstitel von Star Wars 9 sein wird. Die Convention in Chicago, okay, ist sehr gefährlich in Chicago. Man sollte da wirklich vorsichtig sein, aber Chicago ist dann so gut wie ausverkauft. Ja? Also wird richtig was los sein. Und jetzt kommt's, jetzt wird momentan ist ja die Wahnsinnswerbung für Edge, ja, den großen Fanpark von Star Wars, der große originale Falken, wo er da und ach, ist ja wie in jedem Fanpark, wie in jedem Fanpark ist natürlich ein bisschen anders, so ein bisschen Flair von Star Wars, also nicht so eine Art Kirmes. Ja, ist also keine Star Wars Kirmes, sondern es ist Star Wars für Fans, die da schwelgen können. Also ich hatte gestern, wie gesagt, noch ein so ein Gespräch. Ja, ist zwar teuer, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da hinkommen soll, aber wäre ja schon schön, in so einem Falken mal spazieren zu gehen und so weiter und so fort. Ich finde es ja toll, wenn in Chicago der Falke wieder aufgebaut steht. Ich werde nicht da sein, ich werde mir das Streaming anschauen. Ich werde mir, wenn ich Glück habe, ist es ja wieder ein Wochenende. Und wenn das wieder ein Wochenende ist, ich glaube der 5., 6. April, müsste ich gucken. Ich habe jetzt leider da zwar einen Kalender, aber ich weiß jetzt nicht. Ich sehe da leider nichts. Also der 5., 6. glaube ich, ist Convention, Star Wars und Walt Disney ist da wieder involviert mit seinem Star Wars Com. Und noch einmal, ich bin der Meinung, dass Mark Hamill der bessere Regisseur wäre um Krieg der Sterne, um Star Wars New Generation vielleicht oder so Old Generation vielleicht wieder mehr ins Kino, auch mehr Sensibilität für Star Wars, für Krieg der Sterne, für das Thema überhaupt zu konzipieren. Weil in Wirklichkeit ist ja Marktwirtschaft. Es ist Marktwirtschaft, weil diese Damen und Herren hier möchten richtig Schotter damit machen. Die vermarkten das jetzt, wie es nur geht. Wie Marvel zum Beispiel. Da bringt er mich auf einen guten Punkt. An sich müsste ich Spider-Man haben, Hulk haben und ein paar andere haben, weil doch viele nachfragen. Oder hier The World Game Shop müsste die Figuren haben. Aber noch einmal, ich bin ein realer Dienstleister. Ich bin jetzt nicht so auf Figuren ich biete es gerne an, ja, ich bin ja auch gerne da, weil ich ja hier im Nahkreis bin. London hat auch mehrmals angerufen, ob ich das nicht ins Portfolio aufnehmen wolle. Ich habe gesagt, ich habe jetzt Star Wars aufgenommen, ich habe so viel Ärger mit Star Wars. So, ich habe einmal so ein Logo davon, ich hatte selbst keinen Plan davon, aber man hat mir sofort die Flügel gestutzt, ja, so eine Gruppe da. Und bei Star Wars ist das so eine Empfindlichkeit mittlerweile bei den Jugendlichen, bei der New Generation, die Old Generation ja in die Wand, ach komm, hör auf mit euren 4, 5 und 6 da, wir sind halt Old Republic, wir sind halt Comics, wir sind Convention,
Ne? Oh, wir richten aus, wir sind Cosplayer, wir treffen uns sogar real. Ja, das muss man sich alles anhören. Ja, ist egal. Okay, musste mal gesagt werden, meine lieben Freunde. Denkt bitte dran, Star Wars ist nicht your production, Star Wars ist nicht deine Produktion. Du kannst da machen, was du willst, auch die Fanfilme. Ich könnte euch da echauffieren, wie ihr wollt. Man guckt sich das einmal an und gut ist. Noch einmal, ein guter YouTube-Film kann zwischen 10.000 und 15.000 Euro kosten. Das Geld seht ihr nie wieder. Auch wenn er 2 Millionen Klicks hat, das kommt nie wieder. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Deswegen mache ich solche Videoclips. Auch meine Art. Ich freue mich ja, dass das ein oder zwei gefällt. Mehr will ich ja gar nicht, weil mit ein oder zwei zu sprechen, so viel Spaß zu haben, wie ich jetzt hier habe, so viel Spaß, versteht ihr? Ey, das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl. Und dann, wenn man sowas hier bekommt, natürlich nicht den, sondern den, ja, als Never Ending Star Wars Kalender. Never Ending Star Wars Kalender. Also, ich habe am 16. gedreht. Da wisst ihr schon mal Bescheid, am 16. März habe ich gedreht. Jetzt kann ich jeden Tag drehen, mache ich aber nicht. Ich werde jetzt versuchen, das erstmal so lange festzuhalten, bis das Jahr 2019 futsch ist. Dann haben wir das Jahr 2020, was dann kommt, weiß ich nicht. Ich möchte auch hoffen, dass ich meine letzten drei, De Augustini hier, öffentlich, ich brauche die letzten 98, 99, 100, ich will endlich meinen Falken bauen. Ja, weißt du Bescheid, De Augustini. Ich habe mit sehr vielen Kunden gesprochen, die haben dasselbe Leid, die haben irgendein Auto gekauft von De Augustini da. Da fehlen immer drei Teile. Drei wichtige Teile fehlen dann. Und zwar die Elektronik. Und das finde ich nicht lustig. Ne? Man hat ja, okay, ist ja noch nicht bezahlt, aber 98, 99, 100 hätte ich gern De Augustini. Ich möchte meinen Falken fliegen lassen, hier den riesengroßen. Und die Kunden sollen sich den angucken können. Und wer sich den leisten kann, kann den kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Kauf Star Wars, kauf Star Wars, kauf Star Wars.